Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des guten Geschmacks, und herzlich willkommen zurück zu Ultimate Admiral Dreadnoughts und dem Aufbau einer neuen starken Flotte. Ich hatte in der letzten Folge gefragt, ich weiß nicht, vielleicht hat es jemand schon in den Kommentaren gepostet. Mir war mir nicht so ganz klar, wie die Marine zu Zeiten der Weimarer Republik hieß. Sie hieß Reichsmarine. Sie hatte auch die Schwarz-Weiß-Rot als Seekriegsflagge geführt und hier in der Ecke dann eben Schwarz-Rot-Gold. Da sieht man ganz schön, dass die Militärs sich nie so ganz vom Kaiserreich lösen konnten, ne? Und damit hatte natürlich auch die Demokratie in Deutschland einen recht schweren Stand. Heute ist die Marine ganz anders drauf und eben ein Repräsentant für das, wofür Deutschland heute steht. Damals waren sie eher so ein bisschen Richtung gestern orientiert, was man auch ein bisschen verstehen kann, weil natürlich der Versailler Vertrag das deutsche Militär natürlich übelst geknechtet hat. Nicht nur das deutsche Militär, sondern auch die deutsche Wirtschaft. Und das geht natürlich dann an die Soldatenehre. Von daher sehnt man sich dann nach glorreicheren Zeiten. Ja, Tradition für Militär sehr, sehr wichtig. Und auch heute steht oder stand vor allen Dingen unter unserer Verteidigungsministerin von der Leyen die Tradition, die einige Bundeswehreinheiten geführt hatten, Richtung Wehrmacht, Richtung kaiserliche Armee, preußische Armee und so. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es nicht problematisch und ich konnte das nicht so ganz verstehen, weil für den Soldaten da weniger die Ideologie zählt, als mehr die Leistung der Einheit, der man nun mal angehört oder dessen Ursprung die Einheit ist, in der man nun mal ist. Und für jemanden, der sein Leben da irgendwie in die Waagschale wirft, um unsere Werte zu verteidigen, dem sollte man auch zugestehen, sich selbst motivieren zu dürfen. Ich kann nur von meiner Zeit bei der Marine reden. Also Verherrlichung des Dritten Reichs oder gar des Holocaust oder auch des Militarismus waren überhaupt nicht gern gesehen. Ganz im Gegenteil, wir hatten sogar einen bei uns in der Grundausbildung, der hatte ein eisernes Kreuz auf dem Arm tätowiert. Der musste dann in der Grundausbildung immer einen Verband tragen, dass man das nicht sieht, und hat eine Beförderungssperre gekriegt und war dazu verdammt, ewig in der Grundausbildung zu bleiben in seiner Wehrdienstzeit. Also da ist man zu meiner Zeit sehr, sehr energisch gegen vorgegangen. Und dennoch finde ich, auch gerade in der Marine, dass man den Bezug zur Vergangenheit herstellen muss und sollte. Und es steht in meinen Augen überhaupt nicht im Widerspruch zu modernen demokratischen Werten, die Bundeswehr zweifelsohne hat. Aber ne, wenn sie jetzt auf die Gegenwart schaut, die Bundeswehr, ja, viel Glanz und Gloria ist da nicht, ja, wenn man nur mit dem Rotstift ständig zusammengekürzt wurde. Und ja klar, die Bundeswehr in den 80er Jahren, das ist doch auch eine beachtliche Truppe gewesen, aber heute steht die Bundeswehr in einem unglaublich desolaten Zustand da, und dann ist es doch ganz nett, ja, einfach mal an vergangene Erfolge zu erinnern. So, das nochmal dazu, aber gerne schreibt mir natürlich eure Gedanken dazu, ja, warum jetzt Kasernen irgendwie umbenannt werden. Ich habe jetzt kein Beispiel, ich kann euch da gerne auch mal, wenn euch das interessiert, dann das ein oder andere zu sagen. Es gibt mehrere Kasernen, die umbenannt wurden, weil eben das preußische Offiziere waren, die Namensgeber dann für diese Kaserne war, oder das Wappen, also das Hoheitszeichen der Bundeswehr, jetzt in Blau-Weiß anstatt in Schwarz-Weiß. Können ja nur froh sein, dass es nicht in Regenbogenfarben ist mittlerweile, ja. Also ich finde, also auch die Uniform, muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde sie furchtbar. Ich war zum Glück bei der Marine. Die Marine hat schöne Uniformen. Beim Heer habe ich zum Glück nicht gedient. Die Luftwaffe ist auch noch einigermaßen ansehnlich. Aber wenn mir so ein Generalinspekteur der Bundesmarine in seiner
Heeresuniform, Ausgehuniform da gegenübersteht, da könnte ich im Strahl kotzen halt, ja. Wie hässlich ist bitte diese Uniform? Also es sieht billig aus, es sieht aus wie ja, ein Anzug aus den 50er Jahren, behelfsmäßig mit Generalsstabsabzeichen versehen halt, also kein Vergleich zu einer Wehrmachtsuniform oder einer preußischen Uniform des Kaiserreichs oder den Uniformen davor. Man muss auch sagen, ja, in der DDR hat man die preußische Tradition fortgeführt, obwohl es ja, und auch der Wehrmacht, ja, obwohl die NVA natürlich ideologisch im krassen Gegensatz zur nationalsozialistischen Wehrmacht steht, aber dennoch hat die NVA nicht diesen Fehler begangen, mit preußischen Traditionen zu brechen. Also sowohl Uniformen als auch, ja, preußische Marschmusik waren der NVA nach wie vor noch gang und gäbe, ja, und es macht in meinen Augen einfach Sinn, weil es für die Kampfmoral der Truppe unerlässlich ist. Meine Meinung, ja. Gerne, vielleicht ist der ein oder andere Soldat auch irgendwie, der aktiv bei der Truppe ist, der kann ja gerne mal sagen, wie er das sieht, ja, ob man, ja, ob jetzt die Schiffsnamen Mölders, Lütjens und Rommel, ja, ob das problematische Schiffsbezeichnungen sind. Ich finde nicht. Natürlich wissen wir alle, welche Ideologie dahinter steht, wofür sie gekämpft haben. Das schmälert aber nicht deren soldatische Leistung. Ja, also und es sind ja auch ne, also keine Kriegsverbrecher gewesen. Ja, also jetzt so ein Dönitz zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob man Dönitz jetzt einen Kriegsverbrecher schimpfen darf. Er hat auf jeden Fall 30.000 U-Boot-Fahrer sinnlos in den Tod geschickt. Also ab einem gewissen Punkt hätte man die Atlantikschlacht einstellen müssen. Und da hat Dönitz ja 30.000 deutsche Marinesoldaten sinnlos verheizt. Ob es jetzt 30.000 waren, also 30.000 waren insgesamt gefallen von 40.000. Man muss aber auch sagen, ja, dass er seine beiden Söhne auch verloren hat in der Atlantikschlacht. Also ja, aber er war jetzt am Holocaust oder so nicht beteiligt oder an den Gräueltaten an der Ostfront oder so. Ja, also von Reichenau-Kaserne würde ich jetzt auch ablehnen wollen, ja. Aber Rommel, Mölders, Marseille, Top oder ich weiß nicht, was es noch für große Namen gab. Ja, Guderian halt, ja, der ja auch mit am Aufbau der Bundeswehr beteiligt war. Oder Galland oder so, ja. Also es gibt viele große Namen, was das Soldatische angeht, die natürlich diesem System gedient haben, aber ja nicht gleichzusetzen sind mit dem Holocaust, ja, dann sind auch einige amerikanische Namen fragwürdig, die in Vietnam gedient haben, ja, wo wir 2 Millionen tote Vietnamesen haben durch sinnlose Bombardements, was man durchaus auch als Kriegsverbrechen sehen kann oder sehen muss auch, ja. Also schreibt mir da gerne nochmal in die Kommentare, wie ihr das seht, ob die Bundeswehr sich ganz klar da abgrenzen soll von einer preußischen Tradition, die natürlich auch hineinreicht in das nationalsozialistische Deutschland und ob man dann die Hoheitszeichen babyblau oder bübchenblau einfärben muss oder ich weiß es nicht, ja. Aber ich finde auch, die Psychologie einer Truppe ist extrem wichtig, ja. Und wenn ich, sag ich mal, in meinem bürgerlichen Anzug dann irgendwie so einem Marineoffizier von der US Navy oder den US Marines oder der Royal Navy oder auch Franzosen oder also Bündnispartnern da an einem Tisch sitze und dann guckt ihr doch mal die deutschen Soldaten an. Also entschuldige mal bitte, ja. Das sieht doch furchtbar aus, ja. Was ist denn gegen diese Reiterhosen zu sagen mit dem roten Streifen schön an der Seite, schöne Stiefel bis also Reiterstiefel bis zum Knie und eben, also da hätte man besser von der DDR die NVA-Uniform, Offiziersuniform übernommen. Also die machen doch dann mehr her, ja. Und das ist halt auch, das ist wichtig für einen Soldaten, finde ich. Schreibt mir gerne mal eure Gedanken dazu in die Kommentare. So, jetzt möchte ich mal mit dem Spiel beginnen. Achso, Kampagne starten steht hier. Ich vermute mal schon, dass wenn wir auf Kampagne starten klicken, dass wir dann die Schiffe instant bekommen. Jetzt, also mein Gedanke. So,
Kann sein, ich irre mich, ich weiß es nicht. So, wir designen einen schweren Kreuzer, nehmen den Namen Königsberg, was nicht ganz richtig ist. Die Königsberg war ein modernes Schiff. Ich glaube, da kann ich mich jetzt aber irren, Stapellauf 1925 oder 1929, ich weiß es nicht. Das waren aber leichte Kreuzer gewesen, ja, das waren keine schweren Kreuzer. Ich glaube aber, dass hier dieser Rumpf eher so an diese Schiffe hier angelehnt sind. Wir haben ein bisschen dann, wenn wir die jetzt wirklich historisch korrekt nachbauen wollten, hätten wir hier ein bisschen ein Problem. Die hatten so eine Asymmetrie an den achteren Türmen Bertha und Caesar. Ich weiß gar nicht, wieso, muss ich sagen, aber man kann das hier nicht machen. Nee. Ich weiß gar nicht, wieso die das gemacht haben. Das müsste man mal erlesen. Vielleicht weiß es der eine oder andere. Zielgenauigkeit auf lange Distanz, 20 Kommunikationsreiche, Zielsignatur geht dann ein bisschen hoch. Beobachtung, ich gucke mir den mal an. Also es sind quasi, es ist irgendwie alles das mehr oder weniger gleiche Design vom Prinzip her. Also das sind schon ganz moderne Aufbauten jetzt, die wir hier sehen. Und da nehmen wir jetzt einfach mal die größten. Weiß nicht, ob wir den dann mal ein bisschen schneller machen, breiter machen, entschuldigt bitte, schneller machen. Wir haben hier sogar Wasserbomben, die wir werfen können. Also auch das deutet eher auf einen leichten Kreuzer hin. Ich weiß nicht, ob schwere Kreuzer mit Wasserbomben versehen sind, aber es wird hier als schwerer Kreuzer geführt. So, entweder wir machen das so. Ah, es gibt jetzt zwei Varianten, wie wir das Ding bauen könnten, würde ich meinen. Einmal so. Müssten wir aber hier, genau, das mal ein bisschen nach vorne ziehen. Dann machen wir mal die Schornsteine. Wir nehmen mal den mit dem, boah, krass, Alter. Das sieht irgendwie ein bisschen zu groß aus. Das ist auch, ah, da geht er hin. Hat das, nee, doch, guck mal. Also das sind jetzt, wir könnten auch hier zwei Schornsteine reinsetzen. Warte mal, ich mach's jetzt mal ganz nach vorne. Hier den zweiten Schornstein. Ja, doch. So. Zack. Dann könnten wir nämlich hier Torpedowerfer hinbauen. Dann kriegen wir das mal so weit, wie es geht. Einfach um das Gewicht ein bisschen weiter in die Mitte zu halten. Macht das irgendwie Sinn? Total. Barbetten. Dann brauchen wir Medium Guns. Und zwar das modernste, was wir haben. Blitzbrandschutz. Das ist ja auch Flash. Flashfire, also es ist unglaublich schlimm übersetzt, nach wie vor. So, dann haben wir hier, das sind schon richtig moderne Silhouetten, die wir da haben, ne? Wunderschön. Zentralkanone. Die Königsberg hat 15 cm Geschütze, wie gesagt, ist aber ein kleiner Kreuzer. Wir werden hier auf 20 cm Drillingslafette gehen und das so weit wie es geht hier nach vorne setzen. So. Und da haben wir natürlich jetzt unglaublich viel Gewicht vorne. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem.
jetzt mal hier die Torpedowerfer noch, aber das rettet uns natürlich nicht. So wäre jetzt meine Designvorstellung und so kommt es recht nah an die Königsberg. Wie gesagt, hier hinten sind die Drillingstürme versetzt zueinander. Aber auf dieser Erhöhung sozusagen sitzen eigentlich die Schornsteine. Aber da haben wir natürlich jetzt ein massives Gewichtsproblem. Die Maschine wird natürlich so auch sehr breit. Wir können... Das wäre die andere Variante, die man fahren könnte. Hätte den Vorteil, wir setzen das hier zurück. Na, sieht auch hübsch aus, ne? Also ist es nicht. Da können wir, glaube ich, andere Aufbauten nehmen, wenn mich nicht alles täuscht. Jawohl. Ja. Also es sieht auch stimmig aus. So. Und hier haben wir immer... Achso, ne, wir müssen ja weit nach hinten. Wir müssen ja hier hin. So. Wir haben jetzt hier immer noch, wir können natürlich jetzt hier noch Torpedowerfer. Ups. So, komm mal her. Problem ist, dass wir die Gürtelpanzerung dadurch dann breiter machen. Ja, das ist, gefällt mir irgendwie nicht. Also, auf ein neues. Schornstein. Ich nehme jetzt gerade mal einen anderen Schornstein. Ja, das passt schon eher. Hier seht ihr das, das schließt hier genau ab. Nebenturm. Achso, der muss da ja natürlich auch noch hin. Aber es ist dann halt echt, naja, eins nach dem anderen. Ja, der passt nicht drauf. Aber wir können eine Breite ist ein bisschen erhöhen. Machen wir mal 3%. Immer noch nicht. 5. Jetzt, ja. So. Okay. Und dann... Guck mal, jetzt haben wir ja schon hier nur 7% nach Achtern. Ich nehme jetzt mal, weil das ist ja leichter auch, ja, da haben wir 170 Tonnen weniger. Hauptgeschütz. Oh Gott, das gibt jetzt was, ne? Drillingslafette. Bums. Das ist echt übel. Eieiei. Das wird sogar schlechter dann noch. Ich mach das jetzt nochmal hier, was das ausmacht. Ja, das macht echt so viel aus, ne?
Das wiederum macht nicht so viel aus. Schön ist anders, ne? Ah, Kacke, echt. Das ist aber irgendein anderer Schornstein, der gehört hier nicht hin. Also ich würde schon sagen, dass diese, ne, dass dieser hier, der gehört hier hin. Punktum. Ich meine, das schließt hier ja perfekt ab, ja. So, komm her. So. 27. Also, das ist einfach Käse, Leute. Was machen wir denn da? Tabula rasa. Machen wir da. Okay, also Hauptturm. Machen wir jetzt ganz, ganz anders. Das so, Nebenturm. Okay. Dann kommen jetzt hier zwei Schornsteine hin. Da passt, glaube ich, nicht. Ich glaube, wir müssen die nehmen. So, Schiffchen weg. Ne, macht er nicht weg. Guck mal, das ist doch jetzt schon besser. Das machen wir hier. Hauptgeschütz. Zentralkanone. 20 cm. Drillingslafette. Es geht hier von 9,4. Der Turm ist halt auch krass schwer, ne? Von 9,4. Geht das auf 26 hoch. Gut, jetzt hauen wir hier die fetten Barbetten rein. Medium Guns. Small, 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 small. Medium Guns. Blitzbrand. Ja, das ist schon viel, viel besser hier. Guck mal. So, das hat jetzt nichts verändert quasi. Also es bringt echt kaum. Aber jetzt zwei Türme hier. Das muss doch jetzt. Naja, das ist doch schon mal nicht so schlecht. Haben wir hier auch das richtige Kaliber? Das ist auch 20 cm. Ja, 3x3. Dann können wir doch jetzt hier noch Torpedowerfer hinbauen. Die Königsberg-Klasse hat 12 Torpedorohre. Wir werden aber hier 4 verbauen. Einfach weil wir ein bisschen cooler sind als das historische Vorbild. Ja, weil es halt auch voll die wichtige Bewaffnung ist, natürlich. Für einen schweren Kreuzer. Damit können wir doch leben. Jetzt sind wir natürlich sehr breit. Das mal auf 2, guck mal, was da passiert. Okay. Auf 3. Auf 4. Okay. 161% bei 25 Knoten. Zielgeschwindigkeit mindestens 32 Knoten. Dass die mit dem Schlachtkreuzer mit, also Schritt halten kann, dass die im Verband fahren können, selbstverständlich. Sekundärgeschütze.
Ist ja fantastisch übersichtlich. Guck mal, Kasematten, ich glaube, haben wir da einen Platz für? Ja, haben wir. Nice. Dann machen wir noch ein kleineres Kaliber hier oben. Machen wir 5 cm. Für den Nahbereich, ja, Sekundärgeschütze. Ja, sehe ich jetzt irgendwie nicht so. Haben wir noch was vergessen? Nee. Aber Sekundärgeschütze. Das ist einfach zu eng hier. Kasemattenartillerie muss reichen. Ich mache das mal auf Standard. Wir haben ja noch einen Haufen Tonnage hier übrig. Dann natürlich kein Kohle, sondern wir fahren mit Diesel. Und wir werden hier mal auf gezwungen gehen. Turbinen. Das ist eine Gasturbine. Elektrisch, das machen wir auch mal so. So. Das machen wir hier auf ausgewogen. Bevorzugt sie das Ausweichruder für schnelle Manöver und eine höhere Durchschnittsgeschwindigkeit während des Kampfes. Jawohl. Erhöhen die wahrscheinlich von Konstruktionsfehlern. Oh Gott. Vom Blitzbrenn steigt. So, dann natürlich den besten Stahl, den wir haben. Und auch hier Torpedoschutz würde ich auch mal Max machen. Doppelt. Ich mache hier, kloppe hier erstmal alles hoch. So, jetzt wird es natürlich schon ein bisschen eng. Wir gucken dann gleich mal, wo wir Abstriche machen. Max HE. Das mache ich schon mal. Max HE. Ich weiß nicht. Macht das nicht auch Sinn, vielleicht eher so zu machen? Vergrößert HE. Dann nehmen wir hier das. Verbesserte AP. Panzerbrechende ballistische Kapsel. So. Standard. Ich lasse mir nochmal. Und das TNT-3. Das muss hier hoch, semi-automatisch. Das, Munition lassen wir erstmal so. Dann nehmen wir hier Geschwindigkeit, Ausdauer, Waffengenauigkeit 12%. Obwohl für einen schweren Kreuzer kann man natürlich auch das hier nehmen. Was haben wir denn für eine Reichweite bei den Geschützen? Nee, machen wir hier Akustik, ja. Auch zur Aufklärung von Torpedos. Wasserbomben, das ist mir neu. Das kenne ich noch nicht. Schwere Kreuzer in die U-Jagd mit eingreifen. Ja, warum nicht? Also eigentlich nicht, aber das ist ja eher so ein, was man eher unter leichter Kreuzer seinerzeit vielleicht, dann wäre es ein schwerer gewesen. Aber so Klassifizierungen sind ja auch nicht unbedingt fix. Also wenn so zum Beispiel die deutschen Panzerschiffe, hat man sich dann auch überlegt, ne? Also Deutschland, Graf Spee, und Admiral Scheer, ob man die dann als schwerer Kreuzer führt, ne? Oder weiterhin als eigene Schiffsklasse. Weil letzten Endes waren es schwere Kreuzer, wenn man so will, ja. Also das ist eher so ein, ja, wie soll ich sagen, so ein psychologischer Begriff, ja, dass obwohl Panzerkreuzer vielleicht nicht, aber dieses, wie die Engländer das da ein bisschen abfällig genannt haben, Pocket Battleship, ja. Aber eigentlich würde ich sagen, sind das schwere Kreuzer, ne? Also auf die freue ich mich übrigens auch. Sind mit die schönsten Schiffe, die die deutsche Marine jemals hatte. Admiral Graf Spee hier und Deutschland. Machen wir so. Gürtelpanzerung müssen wir sehr. Wir haben ziemlich.
Machen wir mal auf 8 cm. Jetzt müssen wir den Heckgürtel vor allen Dingen hoch machen. Machen wir 15 cm. Machen wir das Hauptdeck nochmal ein bisschen hoch. Aber vor allen Dingen Gürtelpanzerung ist hier wichtig, weil wir eher nicht so gut, wir können natürlich mit Steilfeuer unter Feuer genommen werden, aber selber werden wir nicht mit Steilfeuer wirken. Also ich gehe mal davon aus, dass wir eher mit leichten Kreuzern kämpfen. Aber um uns auch gegen schwere besser zu wehren, würde ich hier mal 0,7 das Kaliber auf 21 cm erhöhen. So, wir haben 1000 Tonnen noch Luft nach oben und wir haben hier jede Menge Luft noch. Wenn ich 33 Knoten mache, da werden wir zu schwer. Wir könnten aber hier mal überlegen. Und das hat Motorenvibration. Kesselgewicht plus 4%. Schornsteingewicht. Motorenkosten pro Gewicht. Ich guck mal. Oh ja. Schaut mal. Da haben wir jetzt nochmal richtig Luft. Ich gehe mal auf 33, einfach um es zu testen. Ah ja. Gucke mal. Oh. 34. Nicht so schlecht. Wir haben jetzt halt nur knapp 700 Tonnen. Also 34 Knoten ist natürlich. Und die Reichweite, schaut euch das mal an. Ich mache hier mal eine gerade Zahl draus. Das ist ja unerträglich hier. So. Wir haben nicht mal 700. Ich glaube, mal 33. Da haben wir wesentlich mehr Luft noch nach oben. 33,5 vielleicht. Das ist doch schon mal ganz nice hier. Also das ist jetzt stark, ne? Das ist stark. Und wir haben hier eigentlich alles State of the Art verbaut. Müssten wir da noch ein bisschen Panzerung nachrüsten? Vordeck Kommandoturm können wir nochmal auf 7 cm erhöhen. So, Abschnitte mache ich mal zu. Gewicht und Kosten. Ah ja, hier sehen wir auch genau, wo wir am meisten Geld und Panzerung benötigen. Ich will mal eben Gürteldecken, Durchschlaggenauigkeit. Ja, da sind wir schon Gürteldeck. Kann man. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, wir kämpfen gegen das gleiche Kaliber oder vielleicht noch einen größer. Dann wird es natürlich hier ein bisschen 15 cm. 6 Gürtel, Durchschlag, 80 cm. Ja, gut. Das 38 cm, ja. Ach nee, jetzt verstehe ich es. Okay. Ich habe die 8, guck mal jetzt, die 28,3 cm zum Beispiel habe ich. Jetzt knurrt mein Hund. Bleib mal ruhig. Habe ich hier zur Deckendurchschlag, aber das ist natürlich die Gürtel 5,8 bis 28. Also ich würde hier ganz gerne noch ein bisschen hoch und wir würden natürlich die Stabilität dann auch steigern.
Und die Hauptdeck machen wir mal 4 cm. Achterdeck machen wir mal ein bisschen hoch, einfach um hier noch ein bisschen mehr, genauso den Heckgürtel, da ist ja auch die Maschine und so. 7 cm, wir können ruhig noch ein bisschen gucken. Und Zitadellen, Innendeck, können wir auf 1 cm. Innerer Gürtel. So, machen wir zack. Turmpanzerung würde ich noch mal ein bisschen hoch machen. Geschützkaliber, Waffenkaliber. Sollen wir die Kasematten auf 8, auf 8 cm erhöhen? Kasematten, ups, jetzt bin ich auf dem Desktop gelandet, da wollte ich nicht hin. So, wir haben jetzt nochmal 1000 Tonnen in Reserve, sind wieder hier jetzt bei knapp 90%. Wir haben eine wirklich beachtliche Geschwindigkeit von 33,5 Knoten, eine Reichweite von 18.000 Kilometern. Das sind circa 10.000 Seemeilen. Wir haben überall besten Schutz verbaut. Wir haben doch beachtliche Feuerkraft hier mit unseren 9, 21 cm Kanonen halt plus. Wir haben ja hier nochmal Mark III Torpedorohre und zwar 8 jeweils an Steuerbord- und Backbordseite. Ich muss sagen, mir gefällt das richtig gut und ich würde es so speichern. Man könnte noch überlegen, ob man das noch ein bisschen ausgleicht. Aufpassen, dass das hier auch symmetrisch ist. So. Dann sind wir bei 3%. Das ist völlig okay. Motoreneffizienz ist gut. Auch wieder ein wunderschönes Schiff, wenngleich hier die Geschütze ziemlich weit abgesetzt sind. Wir machen mal. Nur spaßeshalber, will ich mal gucken, wenn wir es hier hinsetzen. 5, ja, das ist, dann ist es Mist, ne? Und die Torpedowerfer dann davor, das ist Quatsch, ne? Ne, müssen wir so machen. Also es ist ein bisschen merkwürdig, tatsächlich, das so zu machen. Aber es ist jetzt so. So. Bums. Ja, gefällt mir gut. Wird gespeichert. Und ich würde sagen, wir gehen hier mal raus. Und jetzt überlege ich gerade mal, ich würde sagen, 6 schwere Kreuzer. Ich würde mal Flotte. Sollen wir die Stauffenberg hier mal rausnehmen, dass wir nur 3 Schlachtkreuzer haben? Das scheint mir ein bisschen viel. Na komm, warum bist du denn nicht so? Irgendwie hakelt es gerade so ein bisschen. Kosten pro Jahr 15 Millionen. Das ist natürlich schon viel, ne? Wir gucken mal die Finanzen. Ich baue hier auch schon mal bauen. Und Tech-Budget geht hoch, das geht hoch und das geht hoch. So, monatlicher Saldo. Flottenbau, 61 Millionen. Wirtschaftswachstum. Unruhe, minus 1 Provinzen.
Und dann würde ich, ich hoffe mal jetzt, dass es da nicht irgendwie Geld verschwendet ist oder so. Ich würde tatsächlich die Stauffenberg doch nicht bauen wollen. Und von der Königsberg bauen wir 6 Stück. Bauen. Die heißen Königsberg. Karlsruhe. Was nehmen wir noch? Frankfurt. Köln. Natürlich die stolze Emden. Und einen ostdeutschen Namen brauchen wir natürlich auch noch, obwohl wir Königsberg dann natürlich schon dabei haben. Nehmen wir Rostock. So, Hansestadt Rostock. Ja, dann brauchen wir Stützpunkte. 3 kommen nach Wilhelmshaven. Die Emden kommt auf jeden Fall nach Wilhelmshaven. So. Hier haben wir jetzt Kiel. Ne, die Karlsruhe. Ja, dann kommen die nach Kiel hier. Kiel. Und dann kommt die auch nach Wilhelmshaven. Okay. Gut, dann in der nächsten Folge werden wir einen leichten Kreuzer designen. In der übernächsten Folge einen Zerstörer. Dann müssen wir uns noch um die U-Boote kümmern. Und dann können wir unsere Kampagne eigentlich wieder starten. Ich bin gespannt, ob das dann instant fertig ist oder ob wir das größte Flottenbauprogramm der deutschen Geschichte hier starten müssen oder ob wir dann halt eben mit diesen Schiffen starten. Ich finde, wir haben bis jetzt wirklich hochinteressante Schiffe. Schaut mal, ja, also die können zusammen wunderbar operieren hier, die Lützow und die Königsberg. Und mit der Lützow haben wir echt einen kampfstarken Schlachtkreuzer. Also das ist 34 Zentimeter, das ist nicht zu unterschätzen. Und auch alles hochmodern. Also ja, Tommy, zieh dich warm an. Der Deutsche ist da. Okay, ihr Lieben. Ja, ich hoffe, dir hat es Spaß gemacht. Ja, gerne deine Meinung auch zu dem Thema, was ich am Anfang angesprochen hatte. Ab in die Kommentare. Natürlich auch immer Kommentare zu meinen Designs sind gerne gesehen. Teilt da ruhig eure Erfahrungen mit der Community, die ihr beim Schiffbau so habt. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie das Spiel dann weiterhin noch so performt nach diesem Patch. Ich bin der Basti und ich bin hier raus. Ciao.